So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk oder Road to FIFA 15, so wollte ich das ja nennen, stimmt. Ja, ich öffne, während ich hier labere, Packs. Oder wartet mal kurz, ich muss ganz kurz was machen. So, ich glaube, so ist es besser. Sorry, nein, immer noch nicht. Jetzt aber. So, und zwar werde ich jetzt... Wie mache ich das jetzt? Wartet, ich guck mal eben, was es so für Sets im Angebot gibt. Also am Anfang werde ich auf jeden Fall eins der 50.000er Packs öffnen hier. Oder warte, 11 Spieler und häufige Goldobjekte. Ja, das hier werde ich auf jeden Fall öffnen, eins jedenfalls. Und ja, ich werde jetzt von unten durchgehen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich pro Part machen werde. Ich öffne jetzt erstmal das Pack hier als allererstes. Wenn da Müll drin ist, öffne ich kein einziges 50.000er mehr. Aber mal gucken. So. Chiellini. Naja, es geht besser. Den habe ich auch in der blauen Version, den jungen Mann. Aber naja, ist jetzt nicht so grandios. Ich glaube, ich lasse das jetzt lieber. Sonst vergolde ich nur mein Geld sozusagen. Ja. Ich fange jetzt von unten an, Bundesliga-mäßig. Vielleicht nehme ich auch Premier League-Clubs oder irgendwie sowas mal mit rein. Auf jeden Fall fange ich jetzt von unten an und rede in diesem Part. Warte, das sind 18 Mannschaften. Ich glaube, ich mache 6, glaube ich. Ne, ich mache 3 pro Part und rede dann drüber, warum ich es nicht oder positive und negative Aspekte und sowas halt. So, wir fangen an mit dem Aufsteiger und zwar... dem SC Paderborn. Ist ja jetzt aufgestiegen. Sind in der Bundesliga, ja, die Mannschaft mit dem teuersten Stadion. Was daran liegt, dass halt die Nachfrage groß ist und die ein zu kleines Stadion haben. Ja, also, Paderborn habe ich eigentlich wenig Plan von der Mannschaft, aber ich habe ein Let's Play gesehen von den Zocker-Dudes, wenn die irgendwer kennt. Also, 100%ig eigentlich. Sind jetzt nicht gerade unbekannt. Auf jeden Fall, ja, die Mannschaft sieht schon sehr schwach aus. Ich würde es vielleicht irgendwann mal einschieben als Nebenprojekt, so abstiegskampfmäßig. Aber so, wenn ich das jetzt sehe, habe ich da eigentlich nicht so Lust drauf. Aber es wäre natürlich auch eine Option, die Mannschaft hochzubringen. Also Negativaspekt ist natürlich, dass der Kader viel, viel zu schwach ist. Dass man nicht mal ein bisschen, ja, was hat, womit man arbeiten kann. Aber der positive Aspekt ist halt auch, dass... ja, man die Mannschaft hocharbeiten kann, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht. Also Abstiegskampf habe ich ehrlich gesagt selten gemacht. Ich war einmal im Abstiegskampf FIFA 12, glaube ich, mit Mainz 05. Ja, mit Mainz. Da weiß ich noch, da habe ich gegen Hamburg 9-2 verloren. Das war meine bitterste Niederlage, die ich jeden FIFA einstecken musste gegen den Computer. Und ja, wie gesagt... das war mein einziger Abstiegskampf. Da habe ich aber auch viel Spieler simuliert, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte nach einer Zeit. Ja. Wie gesagt, ich habe eine Idee. Von dem, was ich ziehe, warte, ich nehme mir mal hier einen Zettel. In dieser Serie baue ich mir eine kleine Mannschaft. Ja, das mache ich mal. Und dann mal gucken, wie die am Ende ausschaut. So, erstmal Chiellini hatte ich hier. Wer war das denn eben? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Scheiße, ich guck nachher nochmal nach. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, vielleicht wird's spannend. Wartet mal ganz kurz. Ich will mir ganz kurz den Kader angucken. Ich kann hier natürlich... ach, Transfermarkt.de. Rojo an Man United. Das ist ein Linksverteidiger, oder nicht? Kann ich nicht verstehen. Die haben noch Luke Shaw. So, SC Paderborn. Erste Bundesliga. Hier, Gesamtmarktwert 20,5 Millionen. Das ist bei Bayern manchmal ein Spieler. So, Lukas Kruse, Daniel Lück, Nico Burchert, Alexander Niebel, ja, Hünemeyer. Den kenne ich vom Namen. Amedic kenne ich auch. Ja.
Das wird es dann auch gewesen sein, so richtig. Also, ist schon ein Meisterstück eigentlich gewesen, mit der Mannschaft aufzusteigen. No hate. Aber ist schon krass, wie sie das gemacht haben. Ach, ich entscheide mich jetzt. Ich mache das nämlich nachher. Gucke ich über Handy, wenn ich mir noch einen Kader angucken will. Ja, warum laggt es denn so? Ja, wie gesagt, Paderborn weiß ich nicht. Ist mir persönlich zu schlecht, die Mannschaft. Wahrscheinlich hat man auch nur ein Transferbudget von höchstens 1,5 Millionen, würde ich sagen. Aber dann könnte man natürlich Spiele leihen, wie das der Otaldo von den Zockerdudes gemacht hat. So, Richards schreibe ich auch mal auf. Wer weiß, vielleicht bekomme ich in diesem Ding jetzt nichts Besseres mehr. Caceres. Ich packe die einfach alle mal ein. Caceres. Mist, Sissoko war der andere. Ich schreibe das einfach alles mal auf, wie gesagt. Ja, also Paderborn. Aber es kann natürlich auch lustig werden, also auf jeden Fall. Aber ich glaube eigentlich zu 90%, das wird nicht der Verein sein, mit dem ich meine Karriere starten möchte. So leid es mir tut, das ist mir dann glaube ich schon zu schwierig, weil ich ja bei der Gamescom nicht gerade meine Klasse bewiesen habe. Auch wenn ich eigentlich, ist nicht angeberisch, aber eigentlich bin ich kein schlechter FIFA-Spieler, aber ich weiß nicht, ich habe beide Spiele verloren. Ja, deswegen könnte es auch bei der Dingens schwierig werden, bei der, ja, bei der Karriere dann. Gleich mit Paderborn zu starten, schon wieder Lamela. Lamela kann ich auch gleich aufschreiben. Dusche! Nimm eine Dusche! Kutscher. Ashton Kutscher. Wie gesagt, ich packe die alle nur ein, damit ich was habe, wenn ich irgendwie auf einer Position nichts habe. Ich glaube nicht, dass die alle verwendet werden. Oh, jetzt habe ich meinen Klingelton nicht ausgestellt. Es tut mir echt leid, ich mache das jetzt. So. Nächste Mannschaft. Der erste FC Kölle. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier rauskloppen will pro Part. Ich glaube, ich gehe runter bis 320.000. Ja, der erste FC Kölle. Natürlich eine Mannschaft, die aufgestiegen ist und eigentlich auch richtig gutes Potenzial hat. So, den kann ich. Also wirklich, Köln ist eine Mannschaft da. Also die haben echt ein gutes Team dafür, dass sie in der zweiten Liga waren. Muss man einfach sich eingestehen. Aber ich guck mal, ob sie noch irgendwas gekauft haben. So, erstmal Wernblom. Oh Gott, das ist minderwertig, dass die alle aufschreiben muss. Aber sonst vergesse ich das. Und jetzt ist natürlich mein Ding ganz abgeschissen. Mein. Ah, ihr wisst, was ich meine. Mein Internet. Ja, Köln ist eine gute Mannschaft. Wäre auch Abstiegskampf. Aber ich glaube nicht, dass ich so wirklich Abstiegskampf haben will. Das glaube ich, das ist nicht so. Ja, das würde ich nicht so feiern. Das. Ach, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch ganz cool. Also, ich weiß, Helmes, Uja, Halfa und. Jovetic. Das ist doch ein guter Fund sozusagen. Erster FC Köln. Kader 2014-15. So, Jovetic, den packe ich mir ein. Habe schon mal gezogen. Van Ginkel auch. Oh, 1000 Münzen. Den glaube ich brauche ich nicht. Oh Gott, ich hätte den fast schnell verkauft. So, Objekt einlösen. Das nehmen wir natürlich dankend an. Ja, Köln einerseits gute Mannschaft, hat auch richtig geile Fans. Aber ich glaube, das. Also, ich weiß nicht, ob ich mit denen überhaupt in den Abstiegskampf kommen würde. Kommt natürlich darauf an, wie ich mit FIFA klarkomme. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde Paderborn und Köln beides nicht so feiern. Ja. Weil halt Abstiegskampf gleich vielleicht nicht so toll ist. Aber vielleicht ist es gerade gut. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so angetan. Kabaye. Jawohl. Und ein Gear Pack.
Und Joe! Junge, wir haben Joe und Burritos. Burritos. Oh, ich hab den doppelt. Dann packe ich die auf die Transferliste und nehme den anderen. Ja, wir kriegen ja so viele Gratis-Sachen immer. Und wie gesagt, es ist schwierig, manuell zu beißen. Köln hat aber auch eine. So, also vom Einfügen her mit Träumen und so wäre auch ganz geil. Was immer dabei war, ist prima. So, wir nehmen jetzt erstmal das Gratis. Oh, Mist. Das war ungewollt. Ja, und jetzt kommen wir mal zum letzten Verein, und zwar der Hamburger Sportverein. Ja. Imtech Arena ist ja lizenziert. Oh Gott, Bianchi. Die kann ich alle löschen. Aber den Trainer kann ich mitnehmen. Espirito Santos. Ja, also Hamburg Imtech Arena ist natürlich lizenziert. Das ist natürlich ein großer Positivpunkt. Des Weiteren, ja, der Kader ist nicht schlecht. Das muss man sagen. Ein Ostscholek, der jetzt kommt, Nikolai Müller, Van der Vaart, Arslan und so weiter und so fort. Das sind alles eigentlich gute Namen. Das könnte ich mir ernsthaft überlegen. Aber ein Negativpunkt ist natürlich, dass die meisten, die hier zugucken, Bremen-Fans sind. Und wenn ich dann Hamburg in der Karriere nehme, werden die das nicht so feiern. Aber wie gesagt, vielleicht wäre es eine interessante Option. Ich werde dann nicht zum Hamburg-Fan, keine Angst. Aber Wähler ist wunderschön, netter junger Mann. Aber es wäre, wie gesagt, Alter, schon wieder ein Gratis-Set. Was ist denn los? Aber es wäre, wie gesagt, eine gar nicht so schlechte Option. Also, was die so eingekauft haben, war ganz gut. Ich mag Hamburg teilweise nicht. Kommt immer drauf an. Manchmal finde ich sie richtig unsympathisch. Den Verein, und manchmal geht's. Ja. Diesmal stehen sie einfach aus Prinzip für mich als Abstiegskandidat mal fest. Nicht wegen einem schlechten Kader, sondern weil sie es die ganzen Jahre nicht waren und dann geworden sind. Ja, Cannavaro, den kann ich mir vielleicht mal aufschreiben. Der ist mit der Beste bisher innenverteidigermäßig. Ja. Und deswegen hier Angel Rache. Angel. Ich glaube, da hatte ich aber einen besseren Rechtsverteidiger. Taiko Westermann. Ja, aber wie gesagt, mal gucken. Auch einen guten Torwart haben sie auch. René Adler. Macht aber viele Fehler, der junge Mann. Also wirklich. Der ist nicht fehlerfrei. Bei weitem nicht. Ja, wie gesagt, Hamburg wäre bisher mit einer der Favoriten von den ersten drei auf jeden Fall die beste Mannschaft, sagen wir es mal so. Also, die mich am meisten anspricht. Oh, José Mourinho. So, kann ich den hier streichen und Mourinho hinschreiben. Frank de Boer. Caballero Duff. So. Also Hamburg, beste Wahl, danach Köln und dann Paderborn. Natürlich ist das jetzt so nach den nach dem Ding jetzt geordnet, wer die beste Mannschaft ist. Aber ja, ich weiß nicht, ob Abstiegskampf so toll ist. Hamburg könnte man natürlich auch in Abstiegskampf kommen, aber auch um Europa kämpfen. Um Europa kämpfen ist für mich eigentlich. Oh, Modric, Luka Modric und Evra, jawohl, Alter. Evra und Luka Modric. Ich weiß noch nicht, ob ich auf die Chemie scheiße. Jawohl. Und given. Give it to me, baby. No homo. Komm, eins mache ich noch auf. Ja. Und deswegen, ach, ich weiß nicht. Vielleicht ist Abstiegskampf cool, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, so Europa-Dingens ist mit das Beste. Bei Hamburg haben wir transfertechnisch auch gar nicht so schlechte Möglichkeiten. Bei Köln eigentlich auch nicht, denke ich. Oh, Ivanovic, was ist denn los gerade? Thiago auch noch. Alter, Ivanovic. Thiago, noch irgendwas? Nö. Kamera. Er hält eine Kamera.
Cleverly. Schreibe ich auch mal auf. Cleverly. Modifikationen, ja, so. Gut. Der Kameramann, den müssen wir verkaufen. Also, schreibt mir drunter, wen ihr davon ja, am besten findet. Und jetzt machen wir mal Mannschaften. Eine neue Mannschaft. Und zu über 15. So. Team selbst aufbauen, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, so richtig davon. Wie gesagt. So, mal gucken. Was nehmen wir denn? Das? Wollen wir das nehmen? Ne, wir nehmen das. Oder? Wen habe ich denn so? Ne, ich will mehrere. Obwohl, doch, das war gut. Das nehmen wir. So. Und da Spieler hinzufügen. Oh Gott, das kann natürlich jetzt lange dauern. Modric. Luka Modric. Ich weiß jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt hier Thiago suche, ob ich. Ja, ob der da überhaupt reinpasst. Cleverly. Ah. Das ist gut. Das nehmen wir. Dann suchen wir nämlich hier Thiago und so. Gerard. Caballe. Und Thiago jetzt. Ist Thiago ZOM? Ich weiß es nicht. Erstmal alle Liga. Bundesliga. FC Bayern. Boateng, Pizarro, Shaqiri, Thiago. So, haben wir da noch irgendwen sonst? Chiellini natürlich. Ja, das nicht. Aber IV war schon ganz richtig. Oh. Ivanovic. Barclays Premier League natürlich. Was? Spielt er nicht? Bei Dingens? Ist er ein IV? Vielleicht ist er auch ein RV. Der war doch mal ein RV, oder nicht? Nein, ich hab's zurückgesagt. Oh, ich bin der blödeste Mensch der Welt. Ja, Ivanovic ist ein RV. Wen haben wir denn an Dingens? Also erstmal Stürmer Jovetic. Man City. Ja, Negreira habe ich alle drei. RM Wähler. Am besten. Liga BBVA, Real Sociedad. War das? Hä? Bin ich vorbei? Primera Division. Nee. Hä? Was ist denn los mit mir? Da ist er. So, Real Sociedad. Hier irgendwo. RF war er, glaube ich. Ich glaube, er war RF. Er war RF. Chemie, Alter. Evra natürlich noch. Ja. Demnächst, beim nächsten Part werde ich Stuttgart, Freiburg und Frankfurt ansprechen. Bin ich schon vorbei? Nee, ne? Und dann. Doch, da war sie. Hier Serie A. Und dann über die ein bisschen quatschen. Wie gesagt, schreibt mir drunter. Kann man hier nicht einfach einen Namen eingeben? Das wäre viel, viel entspannter. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo Given spielt gerade. Given. Wo ist er denn? Da. Auf jeden Fall Barclays Premier League. Da. Given. Wie gesagt, schreibt mir drunter, was ihr präferieren würdet, ob Abstiegskampf oder Dingens.
Naja, ich habe mich hier schon ein bisschen lang aufgehalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis dann, Mann. Bis dann, Mann.